Schon wieder. Hallo Leute, da sind wir wieder mit Dying Light 1. Bei mir sind Martinator, der Bulldozer und Mr. Special Guest Mütze sind auch da, ist auch dabei. Der Mann fürs Grobe, Hallo, für die grobe, für die grob daneben Kommentare. Ja. Quasi der. Ja, genau. Und weiter geht's mit Questen. Enten, Zwei Schnitzel, Fragen, Bratkammer. schreibt mich an, ich beantworte sie. Kann man hier runterspringen? Ja, ich muss auch nach oben gucken, hüpfen und dann Leertaste drücken. Ich habe mich einfach an der Seite zu diesem einen Dings gezogen. Ja, nimm das Medikit mit, Bulldozer. Davon hat er ein paar, glaube ich. Guck mal, er immer runterfällt. Ich sag mal ganz dezent, das ist wie Liebesgrüße aus der Lederhose. Massig Haare, aber die Hose ist zu. Ist das jetzt gut? Ja, dick und rund waren sie auch. Immer mit der Leiter übers Fenster. Du willst es doch nicht anders, Hackfresse! So, warte mal, bringen Sie das Fernglas zu Santiago. Ja, geben die uns vielleicht noch was, dass wir vorher wieder geholfen haben? Ich meine, das Fernglas habe ich ja eingesammelt vorhin. Also kann man da ruhig mal. Ach so, ja, nee, die Dudes, die waren doch ganz entspannt da, oder nicht? Die greifen uns nicht an. Ich weiß, aber geben die uns vielleicht irgendwas? Keine Ahnung. Ja, Also anscheinend. jetzt habe ich Punkte gekriegt. Jetzt habe ich hier auch einen. Gleich ist diese Waffe kaputt. Ich muss noch. Wo müssen wir eigentlich hin? So. Ich muss hier mal ganz kurz eine neue Waffe craften hier. Oder anlegen. So, nee. Alter, was war das denn gerade? Das Fass. Da lag ein Fass. Wer hat denn das angeschossen? Dankeschön. Ich nicht. Also hier steht jemand mit einem Gewehr, also da liegt der Ich Verdacht hab nahe. auf diese Zombie-Tante vor mir geschossen. Ja. Außerdem sagt das der richtige Mister, ich spreng jeden hier in die Luft. Das Kann will ja er mal wieder nicht passieren. hören, ne? Das will er alles, das ist alles wieder das. Kann ja mal passieren. Ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Wir wollten ja in die andere Richtung. Scheint, du bist noch nicht fertig mit Craften. Ich muss hier jetzt gerade mal erst was. Dann kriegt ihr auch noch ein paar Medikits. Medikits habe ich noch, aber ich muss hier erstmal. Oh, jetzt werde ich ja noch attackiert hier. Unangenehm. Ja, es ist jetzt gerade nicht nett hier. Liebesgrüße aus der Zombiehose hier. Engelsschwert-Mod. Ja, Der komm. Zombiehose. Wir haben ja nur gestern rausgekriegt, worüber eigentlich das ganze Spiel handelt. Ja. Diese Krähen hat ja einen Mikropenis und Das stimmt. der will sich quasi anhand der Zombies einen Zombie-Schnuller. Aber war das Crane oder war das Rais? War das Rais? Crane sind doch wir, oder nicht? Wir sind Crane. Also haben wir eigentlich kein Größenproblem. Nee, aber Rais ist doch. Eigentlich war doch Rais der Gute und der Skorpion, Ja, die stimmt, Schnecke ja. war die Böse. Ach so. Es kann sein, dass unser Charakter ein Mikro. Also ich würde ja sagen, das mit dem Fernglas wegbringen können wir später machen und ich würde sagen, wir gehen mal zu dieser Quest, weil die Fernglas ist jetzt einmal durch die ganze Map. Achso, Sachen. Hast du jetzt eine ausgewählt? Ah Jetzt ja, habe ich okay. eine ausgewählt. Go, go, go. Power Ranger. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Du bist der Krokodok. Krokodok, aber du Bist du hast auch sicher, dass das du Krokodok Krokodil. bist? Hast du was in der Stopp Zulassung? gefährlich zu. Ja, ich weiß nicht, hast du eine Zulassung für Ja. Krokodil-Zahnarzt? Als Ja. Arzt. Habe ich. Axel ist ein Kro Mützler, Entschuldigung. Du bist ein Oh. Krokodilzahnarzt? Bitte? Du Ja. bist ein Krokodilzahnarzt? Amtlich Ja. zugelassener Krokodilzahnarzt. Er
es ist ja auch eigentlich unverschämt, ne, wenn ein Krokodil mit dreckigen Zähnen so eine Antilope reißt oder irgendwas. Ich meine, so. Das kann die, ja, aber. Ich meine, die hat ja auch ein bisschen Stil und ein bisschen Stolz, ne? Was wirst du machen, wenn du keine Arme hast? Ja, auch keine Kekse dann. Keine Arme, keine Kekse. So, seid ihr auf dem Dach oder was? Nee, auf der anderen Seite der Wand. Ach so. Hä? Warum sagt er nichts? Irgendeiner steht doch hier, guck mal. Ich hab doch hier den Dude einmal angesprochen. Warum habt ihr euch nicht teleportiert hier? Wie geht's? Das sind die beiden. Was gibt's dieses Mal Russen zu tun? Hier. Ach so, Zwillinge. Harte Franz. Ivan. Das schwere, rechteckige Ding im Motorraum eines Busses. Ich verstehe. Eine Batterie. Du kannst ja auf der Gießkanne blasen. Seewasserfest mit mindestens 1300 CCA. CCA steht für Kaltstartstrom. Das war gerade schräg. Ziemlich große Dinger. Das war verrückt. Jeweils so 50 bis 55 Kilogramm. Was? In etwa das Gewicht einiger großer Felsbrocken. Er ist Wilmet. Amis reagieren alert. Du bist Wilmet? Ja. Erfolgreich? Spekulatius, das neue Brot. Offen drauf mit Matt. Spekulatius, kann man so leben? Keine Ahnung, du hast deine Anweisungen. Mach. Also in China gibt's das bestimmt. Meinst du? Ja, die fressen auch alles da. Ey, nicht so eine Ausdrucksweise. Die essen alles? Die essen. Die hauen sich doch alles weg, oder was? Ich will nur reden. Dann probier's mal mit. Sie wissen nicht effizienter in der Wahl ihrer Nahrung. Nee, das stimmt. Aber dünn und schlank, ne? Die sind und dann gucken sie dir an, Alter. Wenn sie mal essen würden, dann würden sie auch nicht jetzt Augen haben. Diskutier nicht. Bitte. Also Leute, nee, das ist jetzt Das ist wirklich nicht gut. Guter Beobachter. Mandelförmige Augen, ist okay. Bud Spencer hatte zum Schweierabschnitts Augen. Ja. Das war ein Schlitzauge, weil er die, weil das alles so zugeschwollen war und fett. Das Krokodil und sein Nilpferd. Genau. Der war aber auch immer sehr sympathisch. Den mochte ich. Bud Spencer und Terence Hill. Den mochte ich. Ich mochte Bud Spencer und Terence Hill. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Ja, das habe ich jetzt auch noch nicht verstanden. Beide? Du redest in Rätseln. Ja. Die Alte spricht im Fieberwart. Genau. Der Provinz. Das ist ein Zitat aus Faust. Du kommst dann zu gewinnen, ja, du bist ja ganz voll nass. Und deshalb will er mich tot sehen. Einmal wir haben hier eine Sequenz, wir hören dich sowieso nur halt. Das ist ein Lebensjahr, ist doch egal, was der da war. Story ist Abfall, weißt du? Ja, Story ist für mich Abfall. Dann verfolgen wir mal die... Man ist wieder so ein hässliches Kind. Ich verfolge jetzt. Das Ding sieht doch genauso aus. Ich glaube, das sind alles Klone hier. Ich sag doch, die haben bloß 5 Charaktertypen für Kinder. Das ist derselbe Boy wie der Boy mit der Latte hinter dem Vater, der eine Waffe haben wollte. Ja, der den Spritzpuff abfährt. Oder auch derselbe Boy in der anderen City. Das sieht genauso aus. So, ich habe jetzt diese Quest mal von dem Typen eben verfolgt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die von Oleg und Bolek, Lolek machen, aber da kommen wir bestimmt auch irgendwann vorbei und dann werden wir das gleich mitmachen. Aber übrigens liegt hier drin noch Nachricht. Aber es ist wurscht. Was? Hier drin liegt noch eine Notiz. Aber wie komme ich denn hier raus? Ich bin auf das Zeltdach gesprungen, auf dem Vordach und dann bin ich oben auf dem Dach. Dann kommst du hoch. Ja, wunderbar. Wunderbärchen hier. Bärchen. Hallo. Gummibärchen. Gummibärchen. Nein, nicht die. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Ich war aber für der könnte mal irgendwie aufhören zu singen, Alter. Ich war für den Bösewicht. Hey, talk Ixon. Ignaz. Wer war Ignaz nochmal? Ignaz? Keine Ahnung. Nee, Ignaz war nicht. Der hatte. Oh, wie hieß denn sein kleines Biestvieh? Keine Ahnung. Sein komischer kleiner Troll, ne? Ja. Er hat ja große Kampftrolle. Die waren das Trolle? Oh. Das waren Trolle, ja. Was, die von der Muppet Show? Nein. Wieso redet ihr alle wirr durcheinander? Weil wir Spaß haben. Alter, was? Jetzt ehrlich? Das war ich jetzt nicht. Er liegt schon wo?
Es gibt nur einen, der liegt. Boah, da sind ja zwei große. Jetzt lehe ich. Wo bist du denn? Außerhalb. Weit außerhalb? Nee, genau hinter der Mauer. Wenn man dankt. Jo. Mariechen fragte Mariechen, darf ich Mariechen? Da ließ Mariechen. Okay. Na, hat sie mal gerochen. Der Jochen. Wir sind schon den Plattenbauten. Wir sind bei den Plattenbauten. Ich glaube, wir sollen hier noch mehr bei diesen Plattenbauten machen. Vielleicht mal nach oben drauf. Oh, da ist ein Kotzer. Na, irgendwo musste einer sein. Irgendwie habe ich hier so eine Sprengbubble gehabt vorhin, so eine Kotzer-Sprengbubble. Ja, irgendwas hatte mich nämlich auch attackiert. Also ich kann es nicht gewesen sein. Ja, ich glaube nicht, dass du so weit spucken kannst und dass das Zeug, was bei dir da rauskommt, nicht ganz so grün ist. Würde ich jetzt mal behaupten, ganz knallhart. Oh, eine Giftdrüse hat er mir gegeben. Also hier kommt zwar nicht so viel raus, aber... Verdammt fruchtbar, ne? Ja. Oh, ich habe auch eine Giftdrüse gekriegt. Oho. Ich nicht. Ich werde gleich attackiert. Alter! Du kannst nicht mal in Ruhe looten, schon hängt ja einer hier am Schützenzibbel. Also als wenn ich irgendwie Geld in der Hose hätte, weißt du? Alter, Geld in der Hose. Medizinisches Material, Fackel. Eine Geldrolle habe ich in meiner Hose. Ja. Eine Geldrolle? Ein Euro-Stück. Ich habe immer eine Geldrolle ins Feuer. Ich schmeiß ja die Dinger einzeln. Wie eine Wurfseite. Kann man machen, so, ja. Gönn dir? So. Ach so, medizinisches Material. Ja, habe ich auch schon gesammelt. Wurfmesser. Boah, schon wieder Wurfmesser. Jop. Aber wir sollten auf jeden Fall bald mal wieder so einen Shop aufsuchen, damit ich hier mal wieder ein bisschen... Ich habe da noch irgendwas gerade gekriegt. Ach, eine neue Kraftstufe. Oh, schön. Angriffssprung. Oh, das ist doch gut, dann brauchst du kein Medikit mehr. Es sei denn, du springst daneben. Tja, was ist da drüben? Was geht da drüben ab? Hier mache ich gerade eine Truhe auf. Ich spiele wieder mit dem Dietrich. Mahlzeit. Mahlzeit. Holt die Stifte raus. Erfolgreich. Oh, was ist das denn hier Nettes? Bei mir war was Crap drin, aber passt schon. Ich krieg die Türen leider nicht auf. Ne, die roten Türen kriegt man nie auf. Naja, manche schon, aber hier war auch eine, die war auch abgeschlossen. Die sind immer verriegelt von der anderen Seite, das ist das Problem. Erstes Gericht kippt 2G-Regel im Einzelhandel. 2G im Einzelhandel? Ja. Erstes Gericht kippt 2G. Ja. Ja, ja. Bei ja, dir, bei euch da in Schleswig. Schau, totaler Blut. Ja, und irgendwas haben sie jetzt noch. Ach so, an den Universitäten ja, haben sie auch. Berlin die. Sein. Nee, in Niedersachsen haben sie es. Haben sie, hat denen nicht gesagt, was von Schleswig? Holstein? Nee, ich meine Niedersachsen war das. Nee, Schleswig-Holstein nicht, weil jetzt klagt auch Karstadt. Und Karstadt gibt's hier oben nicht mehr. Ach so. Ja, Film, irgendwie. Und Star, DJ ziehen gegen Tanzverbot vor Gericht. Oh, schön. Ja, das kommt jetzt langsam. Gehen Sie zu den Plattenbauten. Bringen Sie das zum Was Pazifik, sollen wir denn hier machen? Gibt es eine Missionsbeschreibung irgendwie? Also richtig. Eine kleine Gruppe hat sich in der Schule einquartiert. Guck mal, hier ist doch ein. Da ist ein Händler hier irgendwo. Warte mal, laut Map ist hier eine Safe Zone drin, in diesem Gebiet, wo ist, wir. Hier ist irgendwas mit hier haben. Also irgendwas. Ist nicht unsere? Ja, da ist eine Safe Zone. Ja. Und hier ist ein Händler, habe ich gerade auf der Map gesehen. Brauchst du was Neues? Und das ist in der Form gut, weil ich endlich meine Munition auffüllen kann. Ja, ich hab nämlich auch nichts mehr. Das ist nett.
Schwere Entscheidung, was? In der Schwede. Ja, den Bogen kann ich eigentlich auch, naja gut, behalten immer noch. Aber hier steht irgendwas, hier hat sich irgendwer einquartiert und wir müssen die finden. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich unten rein. Ich muss hier nur mal gerade was checken. Das kann man noch reparieren. Wo ist denn die Waffe, die ich nicht mehr reparieren konnte? Die 6 Fackeln kann ich doch auch verscherbeln, oder was? Oh, hier ist irgendeine Karinsstimme. Ach, hier sind Leichen. Ah, wir haben blauen Schlau gelöst. Ihr macht das schon, ich hänge hier noch kurz fest. Habt ihr ihn gefunden? Okidoki hab ich. Dann kommt sofort her, Gabriel Estate 5, geht durch den Keller rein. Boah. Bist du das, Ozan? Durch den Keller müssen wir, okay. So. Das heißt, wir müssen wir jetzt eine Kellertür finden, oder was, bei den Neubauten? Ne, seht ihr den Punkt nicht hier auch schon? Ach so. Alkohol und Zigaretten. Alles, was man in Zombie-Apokalypse braucht. Blumen, Korn. Sollen wir jetzt wieder woanders hin? Ja. Die Kiste aufnehmen. Nee, kam noch nicht dazu. Oh, hier müssen wir jetzt auch irgendwie was suchen, ne? Mhm. Ein Katana. 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 Ein Hattori Hanzo. Katana. Irgendwas mit Keller. Gabriel Estate 5. Ein großes Gebiet. Haltet ihn hier so richtig rum. Ui, Zeitlupe, wo ein Kopf gefallen ist. Das sind immer die besten. Hat's gemacht. So. Was müssen wir denn? Wo ist Lisa eigentlich? Ich laufe hier rum und suche die Keller. Aber wir sollen ja bloß zu Gabriels Estate, ne? Das könnte überall sein. Ja. Also kurz im Körper gucken. Na, dann gucke ich mal aufs Dach wieder rauf. Oh Gott, hier ist ja alles mit Strom. Ja. Wow. Und eine Kotzerotze. Zappelt er wie einen. Der Strom jetzt hier aus? Nee. Ich glaube auch nicht.
für mich eine ganz schön gehafte Mission. Aber ich würde dann auch sagen, dass wir hier gar nicht richtig sind, wenn wir hier nichts... Aber hier ist das Gebiet, ne? Guck, muss man auf ja, der Karte das Gebiet gucken. Ist ja hier überall. Ich meine, dass dieses Gebäude vielleicht nicht das Richtige ist. So, dann nehmen wir mal dieses Gebäude dort, ne? Hier ist eine Kiste. Ich habe keine Ahnung. Suchen, suchen und nichts als suchen. Oh, hier ist eine Statue. Ich muss jetzt mal aufs Dach rauf hier, die gehen mir auf den Sack hier. Ich muss mal die Mission durchlesen. Finden Sie? Na, hier scheint aber eine Nachricht gehen. Ich habe eine Stimme. Irgendwas mit dem Walkie-Talkie. Kurz, hier ist noch eine Kiste. Oh, na, kann man verkaufen. Alter, Alter. Ich glaube dann doch eher auf dem Dach gegenüber da. Das war vielversprechender. Irgendwie hat er doch da hinten noch so eine Tür angezeigt. Oder Durchgang oder sowas. Weiß es nicht. Ich aber. I'm free fallen. Was heißt das? Ich liege am Boden. Scheiße. Ich wollte den letzten Nagel nehmen. Schau mal so irgendwie dahin. Ich guck mal, ob ich ihn da. Lisa war eigentlich gerade bei mir auch auf dem Dach, da wo ich war. 8, 7, 6, 5. Oh, oh, leider. Oh. Danke. Vielen Dank. Bitte. Thanks. Manchmal kriegst du auch noch was hin. So, hier unten war nämlich so eine Tür. Und da ist doch was. Und hier ist das. Hervorragend! Hervorragend! Ziel. Ich beglückwünsche Sie. Glubschauge hat's gefunden. Mensch. Was sieht dein Adlerauge? Nicht Elbenauge. Dein Elfenauge. Ja, genau. Legolas, was sieht dein Hühnerauge? Nicht, das tut weh. Ich wollte gerade sagen, nach 3 Tagen und echten Durchrennen hat man schon mal ein paar Blasen. Da wird mir alles dahin brechen. Versuch du mal 3 Tage und Nächte durchzulaufen oder durchzugehen. Ohne Essen, ohne Rast. Da. Die haben sich vielleicht von den Abwandlungen der Dings da haben sie sich ernährt vielleicht, was die Orks haben fallen lassen oder ausgekackt haben. Ja, na komm, die hatten bestimmt genug Lembas. Nee. Nee, unterwegs. Also, laufen essen soll man doch nicht. Ja, aber Lembas. Also möchtest du sagen, Gimli lügt, wenn er sagt, ohne Rast, ohne Verpflegung. Ork Lives Matter. Ja, für Gimli ist wahrscheinlich Lembas Brot auch keine wirkliche Verpflegung, oder? Oh.
Ich glaube nicht, dass er Lembas Brot als wirkliche Nahrung ansehen wird. Natürlich. Ist doch kein Gollum. Ja, aber... Das hat er doch auch gesagt. Ja. Ich glaube, der indische Kost mag er eigentlich so. Ah, nee, so indische Kost? Das war die Hobbits, Verzeihung. Indische Kost? Her, ich mich Fremdländische. Achso. Das war Sam, Verzeihung. Er war kein Chili. Ach nee, das war mexikanisch. Das war mexikanisch, ja. Das ist halt dasselbe. Oh, der hat sich sein Genick geprellt. Billige Macaroni. Ist mein Pfeffer schon wieder voll? Money, money. Hey, die Gegner sind zwei hier. Das kannst du nicht zeigen, Mann, Junge. Da geht schon was, ne? Ey, das wird nicht. Das wird bei dir momentan sowieso nicht monetarisiert, aber. Wenn es mal soweit sein sollte, müsstest du sowas auf jeden Fall. Ja, ab 18, ne? Naja, ich sag zumindest schon mal, dass das nicht für Kinder ist. Also zumindest ist das speziell für Kinder und da sage ich schon mal nee. Ja, aber ganz ehrlich, die Eltern sind für die Erziehung ihrer Kinder zuständig. Und wenn Eltern zulassen, dass sie das sehen, nee, das ist ja auch nicht die Frage, das ist richtig. Nur, ich glaube, Blut und Gewalt und YouTube haben sich nicht so. Hört man ja aber wieder. Ah, nun komm schon, halt dich doch da fest. Müssen wir. Der bei mir auch, Alter, ist das ein. Was seid ihr denn schon, ja? Im Fahrstuhl. Im Fahrstuhl? Achso, mit Hochklettern, ja. Ja, okay. Einmal die echt schwache Hände. Ja, wenn er sonst immer so tut, als hätte er Muskeln, ne? Aber dann. Oh, den Muskeln. So eine Leiche kriegt dann mal so eben zweigeteilt, aber wenn es dann darum geht, sich da an so einer Mauer festzuhalten, ist es schon wieder zu viel. Bewegen nicht die Arme schwach, ne? Also manchmal ist das schon echt schlecht. Klebe bald. Sollte man in einer Zombie-Apokalypse wahrscheinlich immer haben. Ist da schon wieder eine Tür? Die Tür hier, oder? Ja. Karim, hier ist Crane. Lass die Waffe fallen, oder du bist tot. Was hast du für ein Problem? Also, das so kriege ich keine gute Qualität für meine Videos, wenn alle ins Mikro rülpsen. Ist das nicht aus GTA? Ich war mal sein Bodyguard. Als die Mauer gebaut wurde, sind wir überrannt worden. Er wurde ins Bein gebissen. Ich brachte ihn zu. Entschuldigung, ich hätte diesen Charakter schon mal gesehen bei GTA oder so. Und wir amputierten das Bein. Gut möglich. Das war die einzige Möglichkeit. Er hätte sich sonst verwandelt. Aber der Sturkopf hat uns das nie verziehen. Also trennten wir uns. Und warum lässt du ihn dann suchen? Die Regierung hat die wichtigeren Politiker schon früh aus der Zone geholt. Hat auch Sandflecken auf seinem. Er sagte uns, ein Hubschrauber sei unterwegs. Ja, das haben sie auch irgendwie alle, oder? Dann bin ich unangenehm. Also das Einzige, was du nur zu fressen kriegst, Senf ist. Das ist das Einzige, wer bleibt in der Welt Senf. Das ist Senf, was keiner essen will. Hörten wir, wie er. Ich esse sehr gerne Senf. Aber nur der ganz scharfe Senf hier. Ja, der richtig scharfe Senf von Bautzen. Ja, den du quasi, wenn du schon. Gibt doch diesen Löwensenf. Und wenn du das. Daran riechst, dann drehe ich schon die Augen. Oh, interessiert er sich für ihn? Nicht die Bohne. Das war meine Sache. Kann dann sowas auch ich will einfach nur aus Haran raus. Oh, schon ich geil. Nicht, dass du hier ich finde diesen normalen, diesen milden oder mittelscharf oder wie der heißt. Ich finde, da teilt sich die Menschheit. Wenn ich dich nochmal sehe, gehe ich vom Flimsten aus. Kapiert? Ich liebe Senf. Ich liebe Senf auch. Du wirst es brauchen. Ekelhaft. Senf kannst du zu allem essen. Kommt bei mir auf jedem Salami-Brötchen kommt bei mir Senf mit drauf. Das ist so abartig, das Zeug. Lisa macht erstmal, da hängt erstmal an der Tür vor ihm. Ich dachte mir mal es so. Es gibt im Aldi gibt es so einen aus Düsseldorf, also der wird von Löwensenf hergestellt, nur unter einem anderen Namen für Aldi. Und da gibt es so einen scharfen, und wenn du daran riechst, ne, das ist ganz übles Zeug. Heide Witzka. Witzka, Herr Kapitän. Ja. Na. Sauerstoffmangel oder was? Ich werde alt, ich bin müde und bin krank. Oh. Eine Dose Mitleid. Eins am Wochendach. Oh.
Ich weiß nicht, ob wir auf dem Dach sein wollen. Wir sollten uns bald eine Safe Zone suchen, aber... Ja. Erstmal... Erstmal sich die Hände an dem Seil rot glühen. Ja. Bin ich dafür. Hier ist eine Kiste. Kiste. Auffälliges Tantomachete-Ding. Was zum Geil ist eine Tantomachete? Wir sollten hier vorne erstmal zur Safe Zone, glaube ich. Why not? Ach, da. So auf dem Dach, ne? Ist das die auf dem Dach? Ja, kann sein. Ja, nicht. Mach mal, guck, im Enterhaken ist das ja. Oh, und hier ist ein Händler irgendwo. Das ist ja ein Träumchen. Meine Tasche ist schon wieder voll. Willst du handeln? Ja. Alter, ich will handeln. Nee, oh, es ist. Nicht so irgendwo? Hurensohn sich wieder fallen lassen, Alter. Nicht so irgendwo? Ja, unten. Und ich habe auch extra oben mein Greifhaken an die Kante. Hanger. Aktuell hast du es nicht so drauf, ne? Ich verstehe das nicht. So. Was brauchst du? Ich habe alles so. Da. Jetzt haben wir Fernglas. Ah, ja. Jetzt habe ich hier auch das Fernglas liegen, aber ich kann es nicht aufnehmen. Und Nägel. Eine grausame Sichel. Die ist grausam. Kann eine Sichel grausam sein? Ja. Naja, ist es nicht immer die Intention dahinter, die grausam ist? Nein. Du kannst mit einer Sichel ja auch. Du kannst mit einer Sichel grausame Taten vollbringen, aber die Sichel selbst müsste ja erstmal Emotionen haben, um grausam zu sein. Vielleicht ist die Sichel, vielleicht hat die. Gefühle. Züge. Ich habe hier eine außerordentliche Heimwerker-Axt. Das ist außerordentlich. Ja, der kannst du richtig heimwerken. Ja, Tim Taylor. Ne? Oh. Mehr Power, ja. Können wir hier pennen? Ja, ne? Ah, ja. Das ist eine Safe Zone. Eine richtige ja. Safe Zone. Ich habe das aufs Bett gesucht hier. Ach ja. Moment. Ja, ich hänge hier ab. Ich kann auch gleich mal meine Tasche noch mal kurz gucken. Entwürfe. Medikits herstellen. Achso, okay. Die Ressourcen für dieses Engelsgedöns habe ich genug. Und für dieses Sensenmann-Gedings. Medikits! Mini. Häcksler Kaiserin. Wie geht dann der Mull aus hier, Junge? Die geht der Mull aus? Ja. Verletzt mich so oft. Das zerren sie an mir. Oh, jetzt muss ich gerade herstellen. Naja, steht ja auch da. Wir können ja auch hier warten. Kannst jetzt herstellen, wir warten. Eine Stunde später. Ich guck mal in die Nacht, vielleicht hat er jetzt schon neue Sachen wieder zum Kaufen. Nö. Das wär's natürlich. Er hat auch nur das schwache Polizeigewehr hier. Ja, 137. Ah, ne, meine hat 184, aber... Ich habe alles ist dasselbe. Nee, aber fast. Jetzt kommen wir wieder pennen. Können wir tun. Ja. So. Dann haben wir ja jetzt einen frisch angebrochenen Morgen. Ja. Zeig mal die Quest, die geht hier vorne irgendwo weiter. Unterwegs gibt es hier noch so einen komischen Punkt. Nee, der ist ein bisschen. Eine lila Sonne geht auf. Heute Nacht ist Schlumpfenblut vergossen worden. Ist Schlumpfenblut lila? Keine Ahnung. Nichts, was ich herausfinden muss, ich jetzt mal so sagen. Nicht?
Nee, tut nicht Not. Das sind doch die richtigen, das sind doch die wirklichen Fragen. Ob Schlumpfenblut lila ist. Ist Schlumpfenblut lila? Hm. Haben Schlümpfe Blut? Ja, blaue. Können Schlümpfe bluten? Ja, blaue. Schneide mich los! Ja, macht's. Wollte nicht uns gesagt, dass wir still sein und uns nicht rühren sollen. Ein Glück, dass du in der Nähe warst. Die wollten uns an der Reise ausliefern. Danke. Vielen, vielen Dank. Es gibt Reis. Ja. Hier ist eine rote Kiste. Na, bei mir nicht zum Frühstück, aber ich weiß nur nicht. Wo ist eine rote Kiste? Hier, wo ich bin. Ach, da unten ist jetzt auch die... Aber da waren so viele blaue Pfeile. Ja. Hier oben drauf war eine blaue Kiste und jetzt habe ich hier einen Templer gekriegt. Juhu! Nee, da ist doch eine Alufolie. Oh, jetzt hat er. Naja. Achso, müssen wir hier wieder rein. Ach, ihr seid schon wieder. Rollstuhl, Johnny. So, hier drin gab es auch die. Der Flash. Die Akte irgendwo hier. Ja. Karims Version, wie sie ihr Bein verloren, klang ein wenig anders. Aha, dann haben sie mit ihm gesprochen. Edward hatte recht, sie reden zu viel. Sie sollten das Reden Leuten wie mir überlassen und ich überlasse dafür das Töten ihnen. Wie auch immer, Karim war mein Bodyguard. Er ließ zu, dass ich gebissen wurde, aber dafür gebe ich ihm nicht die Schuld. Hey, er hat ihr Leben gerettet. Indem er mir das Bein abhackte? An dem Tag, an dem ich gebissen wurde, begannen sie die Suppressive abzuwerfen. Verstehen Sie? Ich sagte ihm, die Abwürfe würden bald beginnen. Sie hätten nur das Fuß. Ist, stattdessen grausam. Hatte er auf diesen dämlichen Arzt und Karin mich fest, während dieser Metzger mir das Bein abhackte. Die Suppressiva sind jetzt auch nicht unbedingt die Lösung, oder? Ich habe ihm gesagt, das wird nicht passieren. Sie hätten ihn töten sollen. Überlassen Sie das Töten lieber Leuten wie mir, okay? Oh ja, stimmt. Ich kann sie hier rausbringen. Ja, in der Zombie-Apokalypse ist Lauf natürlich ein Vorteil. Als sie eigene Pläne. Ist schon ein Vorteil, vergessen Sie's. Sie wurden gebissen, ich sehe es in Ihren Augen. Sie werden niemals an der NCO-Quarantäne vorbeikommen. Woran? Sehen Sie? Sie haben keine Ahnung, was in der echten Welt abgeht. Wenn Sie keine Politiker kennen, haben Sie verloren, denn nur die können Sie hier rausbringen. Sie glauben mir nicht? Dann sehen Sie es als Plan B an. Er ist aber auch ein Arsch. Falls Sie es noch nicht gemerkt haben, der Lacker. In dieser Stadt läuft nichts ab, wie es sollte. Ah, falls ich interessiert bin, was dann? Zwei Dinge. Als erstes müssen wir Markierungen auf das Dach pinseln. Wir haben hier keine Farbe. Sie werden also welche suchen müssen. Blut. Also pinkeln. Okay. Ja. Sagen wir einfach, Sie verlassen nur wenn du Blut pinkelst, hast du wahrscheinlich genug Farbe drin, dass man auch was hinbekommt. Wir haben noch einen Haufen Zombie-Schleimblut überall. So, besorgen Sie uns jetzt Farbe. Hier in der Nähe ist eine Baustelle. Sie da lag eine Notiz. Ich sage Ihnen, auf dem Schreibtisch neben dem. Ja. Hier ist noch eine Notiz. So, hier ist mein Stuff. Hier soll hier noch eine Notiz sein. Ich habe zwei Notizen gefunden. Einmal hier irgendwo und einmal hier. Ja, ach, da auch noch. Okay. So. Ach so, ja. Spraydosen. Auf zum Baumarkt. Naja. Dort, wo man sich eigentlich am ehesten aufhalten sollte in einer Zombie-Apokalypse. In dem Baumarkt. In dem Baumarkt. Aber ich sehe jetzt gerade dieses Quest hier nicht auf einer Arche. Ach, da. Ist die Frage, müssen wir wieder nach oben oder reicht, wenn wir hier... Mal gucken. Wir müssen einfach nur einmal mit Farbe aufsammeln.
Will natürlich auch unten sein. Oh, hier ist ein Händler. Mitnehmen. Dasselbe. Wollte gerade sagen, das ist doch der von. Aber vorhin. Ich konnte jetzt wieder einkaufen. Oh, hier ist auch so ein fettes, wildes Katana in lila. Und ein Militär. Na gut, das ist nicht gut, aber. Das Katana, das hat fast 500 Schaden. 474. Aber ich habe jetzt gerade eins. Ja, die, man kriegt die Dinger auch mittlerweile hinterher. Mittlerweile geht es auch bei mir auch. Alles klärchen. Gut, also hier habe ich jetzt schon. Ich habe Farbe. Du hast Farbe? Ja, das ist eine Sprühdose in einem Eimer. Nein. Ist auch nichts. Ist auch nichts drin. Dann schnell weiter runter. Gott, das kam aus dem Nichts. Entschuldigung. Total unerwartet. Ich habe mir gerade ein Stück von Mr. Bean angeguckt. Ah, na gut, den mag ich nicht so. Ich habe hier eine Farbe gefunden. Noch eine Farbe. Ja. Meine lag hier auf dem Treppengeländer irgendwo drauf. Hier unten. Ja, wo könnte die zweite Farbe? Die dritte. Ich gucke hier jetzt jeden Balkon ab. Das ist gut. So, und jetzt müssen wir in 80 Meter Entfernung irgendwas tun. Lauf. Ja, wir müssen dort aber auch was tun. Eine Landemarkierung. E-E-N-S. Mit einem I dazwischen. Und runter zu Durinator hier. Zu Mr. Luck. Affe. Jo. Aber naja, dafür sitzt er im Rollstuhl.
Kann man schon mal ein bisschen. Dann gibt es jetzt nur noch eins. Im ersten Stock ist ein Spind mit einem Kleidersack darin. Grüßen wir den. Da Sie ihn sowieso öffnen werden, kann ich Ihnen auch gleich sagen, dass 24,7 Millionen Dollar darin sind. Ein Drittel davon gehört Ihnen, wenn Sie mir den Beutel bringen. Warum holt Edward ihn nicht? Da sind so viele Beißer. Ich kann nicht riskieren, ihn zu verlieren. Wir wären komplett wehrlos. Und dieses Geld gehört Ihnen? Die meisten Kunden der Bank sind keine Menschen mehr. Es ist also kein Verbrechen, sie zu bestehlen. Oder haben Sie noch nie einem Beißer das Portemonnaie geklaut? Okay, ich hol den Sack. Aber Sie fordern die Evakuierung erst an, wenn ich es Ihnen sage. Wenn Sie das Geld haben, nehme ich das Funkgerät mit. Auf gar keinen Fall. Sie werden sich darauf einlassen. Sie haben keine Wahl. Sie sind schlimmer als Karim. Ja. Gut, ich akzeptiere Ihre Bedingungen. Ich habe noch nie einem der Beißer das Portemonnaie geklaut. Kann man so nicht sagen, ne? Naja, ich habe immer nur das Geld aus seinen Taschen genommen, aber das Portemonnaie hat mich ja nie interessiert. Ja. Und wenn es Portemonnaie im Spiel gab, dann nur in den Kofferräumen vom Polizeiwagen. Aber nur mal so. Mit einem Kleidersack. Aufmachen. Diese Orangensaftpackung überall. Tja. Ja, wir stehen hier drauf, ne? Die sind ganz, ganz Stiegen in den Häusern. Orangensaft, immer wieder. Aber ist auch wichtig, ne? Hohes C. Ein paar Vitamine braucht man wohl schon, ne? Aha. Sonst gibt's Zombies mit Skorbut. Die berühmten Skorbut-Zombies. Das wollen wir ja nicht. Aber die haben dann keine Zähne mehr, ne? Fallen denn nicht die Zähne aus bei Skorbut? Unter anderem? Wird nicht. Ist halt viele Blutergüsse. Ja, vielleicht da ja schon, ja, aber. Ich war aber der Meinung, dass einem auch die Zähne ausfallen. Ich weiß es so genau jetzt tatsächlich nicht. Lea, war ja klar. Ja, ist bestimmt wieder mal eine Falle oder so. Sorry, Crane, ich hatte keine Wahl. Ah. Karim sagte ja, es wäre dumm, ihnen zu vertrauen. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich hätte sie angenommen. Wie sieht's denn aus? Als sie nach der Farbe suchten, habe ich die Evakuierung kontaktiert. Sie wollten wissen, wer mitflieht, also nannte ich ihren Namen. Ich weiß nicht, zack, wer sie sind. Einmal rauf. Sie wussten es und sie sagten, sie dürften nicht mit. Also musste ich sie irgendwie beschäftigen. In dem Sack ist kein Geld, zumindest nicht viel. Sorry, Crane, aber ich muss meine Familie rausschaffen. Gehen Sie auf das Dach, dort finden Sie ein paar nützliche Sachen. Nicht das, was ich versprochen habe, aber das Beste, was ich tun kann. Danke für alles, Crane. Viel Glück. Bist du schon auf dem Dach, oder? Nö, ich bin hier noch am Durchsuchen der Räume, ist doch klar. Gut, dann bin ich wesentlich allein hier unten. Nö. Ich dachte, wir laufen alle schon straight nach oben oder so. Nö, ich bin immer noch hier auf der Ebene. Aber hier gibt's auch nichts zum Looten. Nichts Dickes. Hier sind ein paar Schränke. Und ein bisschen Kleinkram. Nichts Dickes. Müll habe ich gerade gefunden. Stromkäbelsche. Und die ganzen Kleidersachen kannst du ja auch durchsuchen. Hier die ganzen Taschen. Deswegen, der Spinnensinn ist schon echt nützlich. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier durch? Hier, ne? Hier ist eine Tür. Hinter den beiden Schränken hier. Ja, aber da kommen wir ja nicht durch. Kommt noch eine nach oben noch? Nee, wir müssen noch eine nach oben, ja. Ja. Wir müssen bloß den Weg nach oben finden. Ey, wir haben doch hier ein Treppenhaus. Kommt doch. Ich komm doch schon rum. Ja, ist richtig krass.
Muss die Waffe auswechseln, die ist kacke. So. Trockenobstsnacken. Mhm. Was wär's jetzt? Findest? Müssen wir hoch. Wo bist du schon wieder hoch? Nee, ich bin noch hier, aber hier ist eine Leiter, die wir hoch müssen. Achso. Ich hoffe, ich kann ja irgendwie ein bisschen Material für Medikits abstauben, aber... Wo bist du denn? Warte mal. Was naja, brauchst du denn? Naja, ich hab noch genug, aber mal so vorsorglich schon wieder aufstocken. Ja, ich hab... Diese ganzen roten Kreuzkisten, die kriegt man ja auch hier. Nee, warte mal. Alkohol, Gewebe. Mull habe ich noch 55. Achso, hier ist noch oben, stimmt, ja. Ja, also. Schick. Schick. Achso. Wo geht's hier noch lang? Achso, das waren die Bibo hier. Komm gleich. Ja. Oh, ich glaube, wir waren da schon mal hier, ne? Hier waren wir schon mal hin. Ja, dann, okay. Mhm. Dann. Ab geht die Post. Ab geht die Party und die Party geht ab und ich sag hey. Hey, ab in den Norden. Der Norden ist viel schöner. Der Sonne hinterher. Hey, du, was geht? Irgendwie gehe ich immer gerne in den Norden. Ich habe das Gefühl, nicht in den Süden zu gehen. Ja. Hier gibt es keine Berge. Es war weniger beeindruckend, aber auch weniger anstrengend. Meine Güte, dieses Teil. Disst mich hier so. Brutaler Hammer. Eine Machete. Alter, ein Kriegelschläger mit 450 Schaden, Junge. Hallo Crane, wie war denn? Ich kann gar nicht so viel prügeln, so viele gute Waffen kriegt man jetzt. Ja. Das stimmt wohl. Wir prügeln einfach viel zu wenig. Ja, auch das stimmt. Oh, orange Pakete? Wollen die nicht öffnen? Schade. Ich dachte, wir hätten uns verstanden. Ich denke, wir verstehen uns jetzt noch besser. Aber wenn du schießen willst... Schmiersenfleckte. Vielleicht ein andermal. Er hat dir ein paar Sachen... Und ein Mikrofon hat er an der Jacke. Lecker. Dann dachte ich... Damit ihr besser versteht. Crane hat sie sich verdient. Das ist ein Übersetzer. Er spricht eigentlich Russisch. Psst. Fast. Bis versuch ja auch mal 2 Sekunden Story zu verfolgen. Das sind so, glaube ich, damit er sich selber beim Senfessen aufnehmen kann. Jetzt können wir sie öffnen. Ja, und es spielt ja nachher ab. Schönes ja. ASMR-Senf. Senfschmerzen. Lecker. Zum Einschlafen. Ob das jetzt ein fairer Tausch war? Ein Typ, der ASMR-Senf nascht und schlabbert am Mikro. Eine Portion Senf, 2 Portionen Senf, 3. Und so schön richtig dicht beim Mikrofon. Noch grünen Sensemann habe ich hier bekommen. Grünen Sensemann? Hm. Er macht erstmal einen Sensemann. So, ich muss mal wieder richtig verkaufen. Hier habe ja so ein bisschen Zeugs rumliegen, da geht noch was weg. Müssen wir hier zu dem Busbahnhof? Ja, dann. Ja.
Mann, so eine Balance hätte ich auch gerne. Ja, so leichtfüßig. Ja. Wie eine Elfe. Oh, hier sind irgendwie Menschen. Mensch. Ist auch ein großer Grüner. Wow, ich liege. Ich bin instant tot. Okay, wo ist er denn, der große Grüne? Hat er mich umgenockt und dann bin ich ins Feuer gefallen, weil er gebrannt hat gerade. Ich sehe dich nur gerade nicht. Ich bin instant. Achso, komplett tot. Das bin ich so weit weg. So, hier müssen wir jetzt drei Batterien suchen. Drei Autobatterien. Drei Batterien. Eine. Der Dicke und der andere Dicke auch. Wunderbar. Oh, da sind zwei Medikits drin. Na gut. In den Autos suchen, oder? Ja, ich hab eine, hatte ich ja schon. Ah, meine Waffe ist wieder kaputt. Alter, ich liege. Die haben mich gerade weg in die Nähe geprügelt. Mal gucken. Boah. Thanks. Halt mal still. Oh, cool, danke. Ah, zappelt der wie so ein Aal an der Angel. So. Kommt man hier durchs Dach irgendwie durch? Bei dem einen Bus hatte ich ja was vorne gefunden, aber... Ah, Türknacken vom Bus. So, 2 von 3. Okay, er hat's erledigt. Tja, ich hab die Autotüren geknackt hier. Die Bustüren. Oh, einen Vollstrecker gekriegt. Das ist doch nett. Wo genau? Hier vorne auf dem Boden lag einer. Als Blut von irgendwelchen Dudes hier. Ach so. So, achso, du hast einen Medi. Kitwagen wieder aufgemacht hier. Ja, ich dachte, vielleicht wird man darin fündig, aber. Gut.
Gut, na dann, weiter geht's. Ab zum Zielpunkt. Hast du nichts gefunden beim Medikit-Wagen? Ja, Medikit. Naja, deswegen, weil es so klang, als hättest du nichts gefunden. Ich hab's ja aufgemacht. Das heißt ja nicht, dass du was drin findest. Hier, eure so. Batterien. Such nach Bitspuren. Nach Bitspuren? Das mit dem Zählen war okay? Was gibt's sonst noch zu tun für euer Projekt? Nicht dein Problem. Also bis dann. Ist mal so depressiv, der Rechte. Ja, die sind beide nicht so ganz sauber. Die haben irgendwie... Die gucken auch so traurig. Der Linke guckt sehr traurig und der Rechte ist so richtig kurz vorm Heulen. Ja, was für Männer sind das? Ich meine... Ja, wollen wir jetzt mal Session beenden oder was? Session beenden wäre, glaube ich, eine gute Idee. Wir sind, glaube ich... Ja. Es reicht auch, glaube ich, für heute erstmal. Oder was sagt ihr? Ja. Wir sind Leute. Können wir lieber nochmal die Tage machen. Also, Leute, die Tage. Ihr habt... Nächste Woche ist Weihnachten. Ja, und ich habe die ganze nächste Woche Urlaub. Oh, schön. Ja. Auch. Ich hatte schon Freitag Urlaub. Ne, du bist sowieso raus, Mr. Hinkebein. Du hast doch sowieso jetzt frei. Was willst du auch machen mit Hinkebein? Bad angefahren. Wie lange bist du noch krankgeschrieben aktuell jetzt bis Ende des Jahres oder was? Ja. Ja, gut. Guti. Dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Sache und schaut beim nächsten Mal wieder mit rein. Lasst ein Like da oder so. Wir freuen uns alle darauf. Schreibt auch gerne was mal in die Kommentare. Immer doch, da freuen wir uns sowieso immer drüber. Und abonnieren, sagt mein Sohn gerade vom anderen Zimmer. Na, abonnieren müsst ihr also auch. Habt ihr gehört? Der Sohn hat gesprochen. Also schaut wieder rein. Bis dann.